herzlich willkommen bei tvoriginal.de. Recht herzlich willkommen natürlich auch bei Go for Diamond und vor allen Dingen in der Kooperation zwischen TV Überregional und Go for Diamond. Prima, danke schön. Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Leute, sehr verehrte Damen und Herren, liebe neue Redakteure, die werdenden Redakteure von tvüberregional.de, Inhaber Oliver Döll. Hier vor mir haben wir den Go for Diamond Präsident Rainer Streetz. Er möchte jetzt auch euch mitteilen und euch zeigen in Zukunft, wie man Artikel, Gastartikel oder Beiträge auf der Internetseite tvüberregional.de erstellt, sodass ihr alle miteinander in Google, SEO, Crawler, Suchmaschinen und sonstigem auf der ganzen Welt zu sehen seid. Natürlich könnt ihr auch die ganzen Links der Beiträge, der Artikel in allen Social-Media-Plattformen posten, pushen und verteilen. Wie das Ganze ganz leicht beginnt, zeigen wir jetzt in einer kurzen, normalen, langsamen Fassung, dass es jeder versteht und sich das 200 Mal anschauen kann, bis er es im Schlaf kann. Zur Motivation zeige ich mal ganz kurz, wie das aussehen kann, wie oft ihr gesehen werdet im Monat. Ich habe jetzt da etwas bereitgestellt. Rainer, kann ich auf meine Seite rüber? Ja, jederzeit. Lass mich noch ganz kurz zwei, drei Sätze auch dazu sagen. Freue mich also, Oliver, dass wir wieder was zusammen machen. Wir haben schon relativ viel zusammen gemacht mit TV Überregional und mit Go for Diamond. Tolle Videoclips. Und deswegen freue ich mich auf dieses Tutorial. Ja, so heißt es, glaube ich, neudeutsch, das wir jetzt gemeinsam erstellen. Ich bin gespannt drauf, weil ich immer ein bisschen Probleme hatte mit WordPress und diese Dinge zu machen. Und freue mich, dass der Oliver sich zur Verfügung stellt, das Tutorial zu machen. Und Oliver, du musst nur unten draufklicken, auf Bildschirm freigeben und dann kommt automatisch dein Bildschirm und es geht los. Dankeschön. Zum Beispiel hier jetzt die Statistik. Ich habe jetzt diese Statistik genommen, weil da noch nicht so viele verschiedene Sachen sind, die geheim bleiben müssen. Das ist jetzt die Übersicht von April 2020, da haben wir 1,86 Millionen Klicks und ich kann das auch dann irgendwann mal zeigen, beweisen, denen es unbedingt interessiert, dass es bis heute so ist. Und ich habe da auch sehr starke Vermutung, dass wenn mehrere Redakteure jetzt auf einmal aktiv werden, dass die Zahlen dann Stück für Stück steigen, das heißt also um eine Viertelmillion dann pro Monat, wenn da zum Beispiel 10 Redakteure auf einmal die Woche etwas veröffentlichen. Gut wäre es natürlich für aktive Redakteure, die stark gesehen werden möchten, dass die dann täglich etwas pushen. Das ist klar. So, Rainer, soll ich hier beginnen jetzt mit dem, wie man anfängt? Ja, also ich denke, wir sind jetzt in WordPress drin, ja. Siehst du das, ja? Ja, ich kann das sehen und es muss halt einfach jeder wissen, okay, er ist jetzt in WordPress und wir müssen natürlich eins sagen, dass du den Redakteuren quasi die Seite freigibst, dass sie auch wissen, okay, sie sind nachher hier in WordPress. Und jetzt geht's los, also in WordPress selber. Geh jetzt hier in Google oder in Firefox, egal wo. Ich habe mir da oben einen Tab gemacht, dass ich schneller arbeiten kann, weil man hat ja nur ein gewisses Zeitfenster, um seine ganzen Arbeiten zu erledigen, habe ich hier einen Tab angelegt. Der Tab heißt tvüberregional.de WP für WordPress-login.php. Das erscheint hier oben, das benutzt jeder. Jeder benutzt diese URL und die bekommt er auch mitgeteilt, wenn er Redakteur wird. Dann gibt er seinen Benutzernamen ein, dann sein Passwort, wo er bekommen hat. Bitte dieses Passwort nicht ändern in Händchen klein oder Eislolli Schaukel, sondern bitte, ich habe um die 250 bis 280 Angriffe pro Tag weltweit, da ich sehr viele Feinde habe. Kann ich auch gerne zeigen, wenn jemand daran interessiert ist, schicke ich ihm einfach die ganzen Warnungen weiter. Ja,
10, 15 Stück an einem Schlag, bitteschön, Sie sind angegriffen worden und so weiter. Also das Passwort bitte so lassen, wie ich es gebe, oder ich mache ein neues, kompliziertes. Dann geht man hier auf Anmelden und kommt dann auf so eine Seite hier. Die Seite sieht dann so aus. Das ist ein Dashboard, ganz normal. Man sieht die letzten Mitteilungen der Redakteure. Man geht hier auf Erstellen. Rainer, kannst du alles sehen? Ja, ist wunderbar. Okay. Dann geht man hier auf Erstellen. Dann hat man dieses Fenster vor sich. Titel eingeben, zum Beispiel, ja. Man schreibt da oben eine Überschrift. Dann der klassische Absatz, ist klar. Dann kommt hier ein Beitrag. So, das ist jetzt der Text, der oben rein soll. Denn der nächste Text wäre dann zum Beispiel, man nehme bla 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 und dann geht's los, dann von mir aus 10.000, 20.000 Wörter oder auch nur wenig. Aber je mehr Wörter, umso interessanter ist man für SEO und Suchmaschinen und Google und so weiter. Ja, dann schreib doch rein, man nehme viele Wörter. So, das ist die Headline, das ist die Überschrift vom Artikel. Man sollte, dass die den H3-Befehl hat, H1, H2, H3, sagt den Suchmaschinen, oh, ich bin wichtig. Da geht man zum Beispiel her und nimmt dann hier zum Beispiel bei, naja, kein Fett, kein Kursiv, kein Hochgestellt und so weiter, sondern man nehme diese Überschriften, diese verschiedenen, die haben den H-Befehl, das ist H3, H2, H1, H5, Überschrift 5. Man kann jetzt H1 nehmen, dann sieht es so aus. Ja. So, dann schreibt man hier ganz viel. Man kann hier auch ein Bild einbinden. Da geht man hier auf dieses Zeichen, Dateien hinzufügen. Man kann natürlich auch einen Text, den man anderswo geschrieben hat, einfach hier reinkopieren. Ja. Links könnt ihr auch erstellen, indem ihr hier markiert, hier auf die Klammer geht, auf die Büroklammer. Da seht ihr schon, was hier passiert. Hier braucht ihr nicht unbedingt was eintragen, weil wichtiger ist es für die Redakteure hier. Kann ich jetzt hier einen Link reinmachen und dann den Linktext war ja hier kleine Preise, große Wirkung. Das könnt ihr lassen oder ihr könnt es auch ändern. Mein Link. So. Und dann immer Link in einem neuen Tab öffnen, weil die Leute sollen ja auf eurer Artikelseite bleiben und nicht weggeschickt werden auf eine andere Seite und verlassen damit eure TV-Überregionalseite, wo ihr gemacht habt. Richtig? Verstanden? Ja, verstanden. Zack. Einfach so, jetzt Link hinzufügen und zack, hat sich's geändert auf mein Link. Nur als Beispiel. So, jetzt möchtet ihr noch ein Bild einfügen. Da haben wir hier eine Medien hinzufügen, Mediathek. Ihr könnt jetzt eure eigene Dateien hinzufügen, indem ihr hier auf Datei hochladen geht. Okay, das sind also zwei verschiedene Dinge. Datei hochladen wäre von meinem Rechner und Mediathek ist dann praktisch, was bereits bei TV überregional hinterlegt ist. Genau, da könnt ihr zum Beispiel eure alten Sachen wiederholen, eure alten Bilder oder Filme. Ja, go for, reicht schon, go for. Da kommt schon, ja. Ja, da sehen wir den Rainer, natürlich oben auf dem Dach. Und ich sehe gerade eben einen Fehler. Und zwar, hier habe ich jetzt ein Bild. Und das Bild
Ich erkläre es langsam. Rainer, wenn du es nicht verstehst, sag es mir Bescheid. Das ist okay, ja. So, das Bild hat jetzt 1275 mal 705 Pixel. Das hat eine Größe von 245 Kilobyte. Also jeder schmeißt sein Handy sofort in die nächste Straßenecke, wenn er diese Seite aufladen soll und es braucht 5 Stunden zum Hochladen. Verstehe. Weil die Pixelzahl ist viel zu hoch. Maximum eines Bildes sind 500 Pixel. So, wie habe ich das eben gemacht? Ich gehe auf Bild bearbeiten hier. Okay. Es öffnet sich eine Seite und hier steht skalieren. Ich möchte das skalieren auf maximal 500 Pixel. Das macht es automatisch, aber hier ist wichtig, 500 Pixel breit. Originalgröße 1275, jetzt 500, skalieren, zack, Originalgröße 500. Ihr werdet den Unterschied nicht merken, aber der Handybenutzer, der merkt es, weil sich auf einmal die Artikelseite auf dem Handy sofort öffnet. Ja, super, er liest gerne euren Bericht. Aber je mehr Bilder ihr drin habt, umso mehr muss hochgeladen werden. Und derjenige, der eine Datenflatrate hat, der verliert zu viel Datenvolumen. Der möchte dann auch nicht mehr eure Artikelseite besuchen. Deshalb nur ein Bild Maximum. Okay. Und wenn ihr Videos einbinden möchtet, entweder macht euch einen YouTube-Kanal oder schickt mir das Video, ich lade es hoch und ihr habt jederzeit jahrzehntelang euren Link von diesem YouTube, dann, dass ihr den Link einbindet, weil dann wird der Server belastet vom YouTube und nicht der Server von dem WordPress oder TV-Original und der Handy-User, der muss den Video nicht erst herunterladen auf sein Handy, um es anschauen zu können. Okay. Sondern es tut einfach temporär anfangen zu laufen im Hintergrund, weil jemand anderes die Serverleistung übernimmt. Okay. Gut, das habe ich jetzt geändert auf 500. Gehe ich zurück, sehe, okay, das Bild hat jetzt die 500, also da unten rechts in den Beitrag einfügen. Aber Moment, bevor ich das mache. Ich möchte ja haben, dass dieses Bild über TV-Original auch gefunden wird. SEO, Google, Suchmaschinen und so weiter. Also werde ich nicht bei Beschriftung, weil dann ist der Text unter dem Bild, sondern ich möchte bei Beschreibung haben, dass da irgendein Thema steht und schreibe es dann hier rein. Dann kann ich aussuchen, soll das Bild rechts oder soll es links sein. Das Bild für einen Artikel immer Mittel, es sei denn, es ist so interessant, dass ich es auf groß mache, auf 500. Dann ist es auf der Artikelbreite 500. Die Artikelseite hat eine Breite von 500. Okay. In den Beitrag einfügen. Hier, komplette Artikelbreite ist das jetzt. Ja, kann man sehen, okay. Gut. Hier rechts ist Blockfunktion, hier links ist Beitragfunktion. Ich gehe auf Beitrag. Der Beitrag soll ja bei TV überregional erscheinen. Ja, das zeige ich jetzt, wie es geht, weil wir sind fast fertig. Normalerweise schreibt man seinen Artikel oder kopiert den ein. So. Jetzt habe ich hier Rainer Stretz die Überschrift. Ja, jetzt kann man jetzt aussuchen, was man nehmen will. Also ich könnte, ja gut, ich nehme jetzt hier die Überschrift, kopiere die, gehe hier runter auf SEO, K-Phrase, einfügen. Jetzt kommt das Gesicht, wo noch nach unten geht, weil das ist recht kurz, ich weiß. Jetzt gehe ich weiter. Hier ist das Beispiel, wie es in Google zu sehen ist. Siehst du das? Ja. Jetzt gehe ich weiter auf SEO-Titel, wie es sein sollte, wie ich es möchte. Habe das einfach markiert und füge jetzt die Überschrift ein. Die Ampel ist auf Orange. Sie wird grün, wenn ich mehr mache. Achtung.
mit Grün. Grün heißt sehr gut zu finden für SEO, da ist genug Futter. Ja. So, dann habe ich hier den Permalink, nämlich auch wieder die Überschrift. Einen Moment. Sehr alles einheitlich sein. So. Meta-Beschreibung gehe ich wieder hoch und nehme mir diesen Text. Man nehme alles, was da unter drunter ist und so weiter. Und es kann ein kompletter Absatz sein. Jedenfalls sollte es dann grün sein. Ich füge es ein. Und Bingo, es ist grün. Es ist grün. So soll es sein. So. Das hier, das brauchen wir jetzt nicht. Die wollen Geld, die wollen andauernd Geld. Deshalb nichts mit Startprämien und so weiter. Lass dieses Gesicht hier ruhig auf. So. Was wir jetzt noch machen können, ist dieses SEO. Titelschrift kommt jetzt hier rein in das Bild, dass die sich untereinander unterhalten können. Ich habe das Bild angeklickt jetzt, ja, so. Und gehe hier auf den Stift und möchte den Alternativtext mit der Überschrift gleich machen. Dann findet SEO sofort das Bild, das dazugehört. Und was das Allerbeste ist, um die Leute natürlich auf die gewünschte Seite zu locken von Go4Diamond oder irgendeinem der Mitglieder, da kann man jetzt hergehen. Von Mediendatei gehe ich auf individuelle URL. Schreibe hier in die URL rein. Okay, so, das ist jetzt Link im neuen Tab öffnen vor allen Dingen. Da oben. Den Text kopieren und hier auch einfügen. Bitte schön. Ja, so. Und jetzt Beschriftung ist ja das, was dann unten drunter steht. Also das zeige ich euch jetzt, dass das der Text für unten drunter ist. So, jetzt aktualisieren. Da ist der Text sichtbar. Ja. Also den brauchen wir nochmal nicht. Und wenn ich jetzt mit der Maus drüber gehe, seht ihr den Text auf einmal über dem Bild, ja? Ja. So. Das ist diese Funktion hier, Achtung. Beschriftung ist der Text unten drunter. Unten drunter, das war unten drunter. Und Attribut ist das, was mit der Maus zu sehen ist. Ja, jetzt genau. So, aktualisieren. Ja, genau, Text ist jetzt weg unten, aber für die Maus ist da. Vorschau, ja, als Desktop. Hop. So sieht es aus bis jetzt. Mhm. Wenn ich jetzt da drauf gehe, kommt der Text, ja, aber auch eine Hand. Das heißt, hier ist ein Link. Okay. Siehst du den Unterschied? Mhm. Da ist es doch. Wunderbar. Ja. Gut, so jetzt gehen wir wieder zurück von dem Beispiel. Wir sind noch nicht fertig, ich weiß. Aber später geht es ganz schön schnell, wenn man Bescheid weiß, wie es gehen soll. Einen Artikel habe ich in 4 Minuten etwa fertig. So. Sehr schön. Das jetzt, probiere ich aus. Jetzt, ja, nur wenn du geübt bist. So. Okay. Ich habe das kopiert. Jetzt gehe ich wieder auf das nächste. Ich war ja hier bei SEO. Ja. Dann kommt das Ergebnis der Lesbarkeit. Das sind ein paar Vorschläge, die könnt ihr euch gerne einflößen und mal durcharbeiten. Viel Spaß. Dann dauert es länger wie 4 Minuten. Okay. Hier gehe ich auf Social Media. Hier kann man jetzt ein Bild suchen, das das natürlich für Facebook zu einzubinden ist. Go4. Da ist er. So. 500, ich gucke gleich mal, dass alle 500 haben. 1920, das ist doch nicht normal. So, 500. Skalieren. Jawohl. Zurück. So, jetzt nehmen wir das. Hier könnten wir jetzt auch wieder was reinschreiben. Aber es ist jetzt nur
Vorführung. So, jetzt hat Facebook auch ein Bild. Normalerweise nimmt man das Gleiche, aber das ist jetzt Vorführeffekt für Facebook. Und dann Facebook-Titel, kann man hier jetzt den Titel von oben nehmen. Den hier kopieren. Einfügen. Dann den zweiten. Kopieren. Interpretation. Danke. Und jetzt, so, jetzt gehe ich auf Beitrag. Jetzt möchte ich gerne. Okay, wenn es zu viel wird, Rainer, sag's. Also hier oben rechts steht jetzt Sichtbarkeit öffentlich. Ja. Veröffentlichen entweder sofort oder auf Termin. Das heißt also, man kann sich ruhig nach der Arbeit hinsetzen, kann 10 Artikel schreiben, ja, kann die terminieren. Ah, das ist sehr gut. Morgen. Oh, der nächste übermorgen, der nächste übermorgen. Und wenn man 7 Stück macht, hat man die ganze Woche schon vorbereitet. Das ist sehr gut. Also wenn ich das richtig verstanden habe, kann man das ja dann auch, dann wird das bei Facebook aber auch dann so reinkommen, versetzt oder was? Alles, was wir hier schreiben, wird auch bei Facebook gefunden. Und okay, alles, was du bei Facebook schreibst, wird auch in Google gefunden. Jetzt geht es weiter. Man kann das Ganze natürlich auch speichern, wenn man jetzt keine Lust hat oder man muss auf die Toilette oder das Essen brennt an. Kann man speichern und später weitermachen. Okay. Wie das dann aussieht, das kann ich euch zeigen. Entwurf steht da jetzt. Ja. Ja. Da ist es wieder. Okay, dann machen wir hier jetzt rechts weiter. Und zwar Beitrag. So. Lesbarkeitsanalyse ist okay. Guck. Ja, sehen wir ja. Allgemein, wenn jemand allgemein anklickt, dann ist er überall in den Suchmaschinen und SEO und Google zu finden, aber nicht jetzt speziell für unsere Leser in einer Kategorie. Mhm. Ja. Ja. Da sind die ganzen Kategorien unten, da kann man dann raussuchen, oder? Ja, richtig, ja. Da ist Go for Diamond. Go for Diamond, da ist es. Unter Stellenangebote. Zeitung kann man auch machen, ja. Weil ihr wollt ja eure Zeitungsdinger da irgendwo kopieren, wenn ihr die Genehmigung habt. Ja. Ja, ansonsten bekomme ich eine eingefahren. Und hier können auch Firmen dann rein, also die Kategorien erstelle ich dann. Wenn ihr Werbepartner habt, die unbedingt da mit Werbung erscheinen möchten, die werden da auch veröffentlicht dann. So, bei Media ist es wichtig, dass ihr auf Fotogalerie klickt, weil dann seid ihr mit eurem Artikel folgendermaßen zu sehen. So, Achtung, man gehe jetzt hier auf die Artikelseite, das ist die Artikelseite, Fotogalerie, ja, da rechts das, siehst du das? Ja. Hier sind jetzt ganz viele Bilder, das sind die Bilder, die bei der Mediagalerie zu sehen sind, was wir eben angeklickt haben. Ja, richtig. So, und deshalb werden die schneller gesehen, gefunden und werden angeklickt. Da oben ist Werbung, Werbung. So. Das hier ist die Artikelseite. Ja. Das hier ist die Titelseite. Achtung, das ist die Titelseite. Ja. Und hier erscheint rechts, da wo jetzt dieser Kasten ist. Ja. Wenn das mit dem Dimitri gemacht ist und mit dem anderen IT-Techniker, dann ist hier Dauerfernsehen. Okay. 24 Stunden. Okay. Wir haben jetzt Media, Fotogalerie angeklickt, Fotogalerie. Jetzt gehen wir hier primär. Also ich würde jetzt primär, was wichtig ist, würde ich das machen, Go for Diamond, nur als Beispiel. Jemand anderes macht Zeitung oder Gesundheit. So, muss auch jetzt nett sein. So, neues Schlagwort eintragen. Am allerbesten empfehle ich jetzt, entweder ihr nehmt hier diese Überschrift, da ist wieder das Videofenster. So. Hier eintragen. Ein Beitragsbild ist wichtig für die Titelseite. So, nehmen wir wieder so etwas. Irgendwas vom Rainer oder das Gleiche, was die ganze Zeit war. Okay. So, dann geht ihr hier unten. Seid ihr fertig, fertig, fertig. Alles klar.
Gut, und jetzt hier oben veröffentlichen. Siehst du das da? Ja. Zack, veröffentlichen. Ja, veröffentlichen. So, Beitragsadresse. Könnt ihr gleich kopieren, wenn ihr wollt. Ah, hier auch, Link kopieren. Und könnt ihr euch jetzt das anschauen. Beitrag ansehen. Das ist euer Beitrag auf der Artikelseite und hier auf der Titelseite. Ah, ich habe vergessen, das Ding zu drücken. Okay, zurück. Und zwar Titelseite habe ich nicht angeklickt. Gut. Also. Die ist wichtig, dass ihr auf der Seite 1 zu sehen seid. Okay. Ja, aktualisieren da oben klicken, weil veröffentlicht habt das ja schon. Ja. Es geht ja hier drauf, F5 drücken und das halt da. Okay, wunderbar. Ja, so, und ich habe ja vorhin den Link kopiert, ja? Beitrag erstellen. Moment. So, einfach einfügen. Und jetzt entwickelt sich das Titelbild. Ja, siehst du? Ja, sauber. So, und dass das aber auch... Und jetzt kannst du das oben sogar wieder rausnehmen, ist es trotzdem unten drin. Ja, es ist unten drin. Ich empfehle, jetzt da oben drüber einen Text zu schreiben, weil der Text ganz wiederum genau unterstützt das Ganze mit seinen Keywords. Ja, super. Ja, und das Gleiche könnt ihr jetzt auch machen. Das mache ich weg jetzt. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier oben auch die Tabs vorbereitet für Twitter und so weiter. Dass ich ratzfatz hier Facebook, Twitter, Xing, den Blog, wo ich habe, LinkedIn, hier die Business-Google-Seite. Okay, lass uns darüber mal ein extra kleines Tutorial machen, wie man Artikel dann in die anderen Social Medias leicht reinkriegt. Okay. Weil sonst wird es einfach zu lang heute. Da ist jetzt zum Beispiel Twitter. Ich füge jetzt den Link ein von Facebook. Von TV-Übergenal. Ja, okay. So. Und könnte jetzt hier auch nochmal extra ein Bild einfügen und so weiter. Ich poste das jetzt einfach. Und siehst du, was passiert? Ja. Dein Titelbild ist zu sehen in Twitter. Ja, okay, super. Mal raus. Also wie gesagt, hier 1,861. Hopp, das wollen wir toppen. Gebt Gas, macht einfach was. Wunderbar, vielen Dank, Oliver. Das war klasse. Ich denke, wir können was damit anfangen und freue mich dann auf Reaktionen und du wahrscheinlich auch. Genau. Okay, dann bis zum nächsten Tutorial, das wir gemeinsam machen. Ich glaube, das ist jetzt ganz gut, das machen wir öfters. Okay, alles klar. Und jemand, der Interesse hat, der soll dir schreiben und du schickst, oder er soll mir schreiben oder du schickst mir seine Daten und ich melde ihn an. Okay, super. Alles Danke. Klar. Okay. Ciao. Bis zum nächsten Mal.